um den Berg herauf zum Wahllokal zu kommen. Ein sehr gutes Gefühl, ein sehr ruhiges Gefühl. Wir haben den heutigen Vormittag in der Südsteiermark verbracht und es war angenehm mitten in den Weinbergen. Und ich glaube, dass das heute ein sehr guter Tag für Österreich werden wird. Denn das Schicksal dieses Landes liegt in den Händen der Österreicherinnen und Österreicher, nicht in den Händen der Journalisten mit Verlaub und auch nicht der Meinungsforscher. Herr Groß, mit wie viel Prozent rechnen Sie heute? Ich rechne mit einem Ergebnis und Kirchenglocken geben wir schon fast recht, mit einem Ergebnis, wo wir den Amtsinhaber in die Stichwahl zwingen. Und der liebe Gott hat auch seinen Sanctus dazu abgegeben. Rechnen Sie mit einem guten Ergebnis auch in Deutschlandsberg, wo Sie einmal gelandet waren? Ja, das würde ich doch hoffen. Ich habe ja schon viele Wohnsitze hinter mir. Wien, Graz, Deutschlandsberg, St. André Höch. Ich würde mich freuen, wenn gerade dort, wo mich die Menschen auch tagtäglich im Alltag erleben, ein gutes Ergebnis zustande kommt. Wählst du Gerald Groß, bist du die Regierung los. Ich glaube, dass der Unmut der Menschen in diesem Land über die Teuerung, die Sanktionen, diese horrende Zukunftsangst, diese nackte Angst ums Überleben, ums finanzielle Überleben, sehr viele Menschen heute bewegt hat, auch zur Wahlurne zu gehen. Die Bundespräsidentenwahl hat so ein etwas stiefmütterliches Ansehen innerhalb der Bevölkerung. Heute ist es der erste Wahltag nach 3 Jahren, wo die Österreicherinnen und Österreicher diesem Establishment eine empfindliche Niederlage verleihen können. Und ich glaube, wenn die Menschen in dem Land der Mut und die Courage nicht verlässt, dann werden sie heute dieser Regierung, diesem Amtsinhaber, ein dickes Kreuz durch die Rechnung machen. Ich bin nicht Papa Wanga, die Hellseherin vom Balkan, und mein Kaffeesud hat heute auch nicht viel hergegeben. Ich weiß nur, dass ich sehr zufrieden bin, auch über die Wahlbewegung, über die vielen tausend Begegnungen mit wunderbaren Menschen in dem Land. Es war ein Wahlkampf in der Tiefe. Ich möchte auch meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die mich unterstützt haben, mich bei ihnen bedanken. Ich möchte mich auch bei den Mitbewerbern bedanken. Bei Dr. Rosenkranz, Dr. Vlasny, Brunner, Wallendin und Staudinger. Das, was alle geglaubt haben, wir machen einen Wahlkampf und wir sind Clowns. Dieser Spin, der vor 2 Monaten da offenbar vom Amtsinhaber probiert worden ist, der ist nicht aufgegangen. Jeder dieser Kandidaten hat Themen eingebracht. Jeder dieser Kandidaten steht für etwas, hat ein Profil gewonnen. Und ich wünsche daher auch allen anderen meinen Mitbewerbern heute alles Gute. Es ist ein guter Tag. Wie werden Sie den Wahltag heute noch verbringen? Jetzt fahre ich dann nach Wien. Dann werde ich aber auch in Wien in ein steirisches Wirtshaus gehen. Darauf lege ich Wert. Und dann um 16 Uhr in einem Wiener Innenstadthotel gemeinsam mit Ihren Kollegen aus Wien die erste Hochrechnungen verfolgen und um 18 Uhr jede Frage im Medienzentrum beantworten. Dann schreiten wir zur Tat, oder? Gut, ans Werk.